Glück auf, Schatz aus dem Schacht, wir kommen zu einem weiteren Video von Black Imus. Ja Leute, bis Weihnachten ist es nicht mehr weit und auch der erste Advent steht kurz vor der Tür. Was macht natürlich, jetzt seht ihr natürlich Gewinnspiele, Verlosungen und so weiter. Ich habe mir da auch überlegt, irgendwas zu machen. Leider kann ich euch keine Preise oder irgendwelche Gegenstände verlosen oder sonst irgendwas. Bin ich einfach noch zu klein, aber vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr endlich mal, wenn ihr mich einfach weiter krass unterstützt, vielleicht auch meinen Channel teilt, dass er halt einfach weiter wächst, dann ist es viel einfacher an sowas zu kommen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, nicht wundern, warum ich halt hier oben so einen roten Punkt habe. Ich habe mir gerade in der Küche meinen Kopf eingerannt beim Geschirrspüler ausräumen. Ja, ich tue auch Geschirrspüler und so weiter ausräumen, soll passieren. Ihr musst mich dann erstmal kurz hinsetzen, weil es ein bisschen schwummrig war. Also nicht wundern, wenn ich da oben so einen roten Punkt habe. Also ich habe mir gerade richtig geil die Gehirnschüssel eingerannt. Also war eigentlich nicht feierlich. Meine Freundin hat zwar gelacht, aber ja, wirklich zum Lachen war es mir eigentlich nicht. Ja. Ich wäre natürlich nicht der Blackie, wenn ich mir nicht auch was für Weihnachten, Advent und so weiter einfallen lassen hätte. Und zwar habe ich auch eine Idee. Und zwar eine Art von Gewinnspiel. Das Ganze wird laufen unter Blackies Adventskalender. Vielleicht jetzt nicht so krass, wie ihr euch das vorstellt. Aber es wird einfach unter diesem Namen laufen, weil ich es am schönsten finde. Was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt ein Dual-Commentary auf meinem Channel mit mir zusammen gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Also es gibt generell erstmal mehrere Gewinner, das gleich vorab. Es soll zumindest am 1., 2., 3. und 4. Advent so ein Dual-Commentary mit euch kommen. Ihr habt natürlich dann auch die Möglichkeit, da euren Channel da ein bisschen Werbung zu machen oder wie auch immer. Wenn ihr keinen Channel habt, ist auch nicht schlimm. Und ja, ihr habt halt einfach die Möglichkeit, mal mit mir zusammen ein Video zu machen und auf meinem Channel zu sein. Ob ihr dann mit Facecam machen wollt oder nicht, das ist dann eure Sache. Das können wir ja im Nachhinein dann noch absprechen. Was müsst ihr machen, um teilzunehmen, ist im Prinzip ganz simpel. Und zwar auf jeden Fall erstmal das Video liken. Dass ich weiß, dass ihr einfach Bock auf diese Serie oder diese Aktion habt. Dann solltet ihr auf jeden Fall Abonnent sein. Und das Allerwichtigste bei dieser Bewerbung sollte sein, dass ihr bei meiner Facebook-Fanpage vorbeischaut. Die werde ich auch unten verlinken. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal die Seite liken. Und auch nur darüber werde ich die Bewerbungen annehmen. Also ihr sollt mir dann auf meiner Facebook-Fanpage eine private Nachricht schreiben. Weil über YouTube ist das einfach so umständlich. Also ich mag das überhaupt nicht. Deshalb mache ich das Ganze über meiner Fanpage. Da werde ich sowieso immer alles irgendwie bekannt geben. Aber ich werde euch dann auf jeden Fall direkt anschreiben. Ja, worum soll es gehen? Und zwar, ihr sollt eine Bewerbung schreiben, einfach warum, wieso, weshalb ihr gerade gewinnen wollt oder beziehungsweise das Dual-Commentary mit mir zusammen machen wollt. Und ihr sollt auf jeden Fall ein Dual-Commentary-Thema dazu schreiben. Also das Wichtigste ist halt, wie gesagt, das Thema. Ich werde mir dann halt alles durchlesen, was ihr so für Themen euch rausgesucht habt. Und die besten Themen, mit denen werde ich auf jeden Fall dann ein Dual-Commentary machen. Wenn natürlich die Bewerbungen, wie sonst auch immer, ziemlich krass gut ausfallen, dann habe ich mir auch überlegt, vielleicht mehr Dual-Commentaries zu machen als nur 4 Stück. Aber das liegt halt an euch. Wie gesagt, wenn ihr gute Ideen habt, wenn ihr da drauf Bock habt, dann geht auf meiner Facebook-Fanpage und schreibt mir da einfach eine private Nachricht mit eurem Thema und warum gerade ihr ein Dual-Commentary mit mir wollt. Und ich werde mich dann bei euch melden. Also ich werde nicht direkt jeden anschreiben, ob das jetzt zum Beispiel gut oder schlecht gewesen ist und so weiter und so fort, sondern ich werde halt erstmal gucken, was so reinkommt, und wenn natürlich direkt eins dabei ist, wo ich sage, boah, das ist ein geiles Dual-Commentary-Thema, dann werde ich den natürlich direkt anschreiben. Also jetzt nicht wundern, wenn ich nicht gleich antworte oder so. Ich werde zwar dann gegen Ende der Weihnachtszeit auf jeden Fall dann den ein oder anderen halt die Absage schreiben müssen, das ist mir auch klar, aber ich will halt erstmal offen lassen, was so an Themen kommt. Vielleicht ist das eine am Anfang ja nicht so gut, aber dann irgendwie am Ende vielleicht passt ja doch noch rein. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, ihr solltet auf jeden Fall das Video liken, dass ich sehe, dass ihr Bock habt. Natürlich Abonnent sein, auf meiner Facebook-Fanpage vorbeischauen, die einfach mal liken und dann eine private Nachricht hinterlassen mit euren Wunschthema, also wo drauf ihr Bock habt, mit mir ein Dual-Commentary zu machen und warum gerade ihr gewinnen wollt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Ich hatte mir erst überlegt, irgendwie da so Vorstellungsvideos hochzuladen, aber ich dachte mir, hey, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, kam es überhaupt nicht so richtig gut an. Und so ein Dual-Commentary ist auf jeden Fall immer was Lustiges. Die Leute hören auch mich, sie hören euch. Ihr könnt euren Channel vorstellen, also ich finde das eigentlich optimal. Also ich habe mir echt viele Gedanken gemacht, was man noch machen kann. Ich habe das mal mit meiner Freundin abgequatscht und die fand die Idee auch richtig cool, auch Magic mit den ich mal kurz drüber geredet habe. Und ich denke, das ist wirklich eine schöne Sache, die ich euch da anbieten kann. Mehr ist halt momentan leider nicht drin. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen mit Leuten am Schreiben, was so Sponsoren und so weiter sind. Werde ich auch nochmal in einem späteren Video kurz drauf eingehen. Aber momentan ist halt leider nicht mehr machbar. Aber ich denke, es sollte trotzdem eine ganz schicke Sache sein. Und auf jeden Fall habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Jetzt liegt es halt einfach an euch, ob da was kommen wird, ob ihr darauf Bock habt. Und wenn ihr Bock habt, ihr wisst, was ihr machen müsst.
Ansonsten für Fragen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir gerne rein mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Idee gut findet oder scheiße. Dann weiß ich, ob ich das überhaupt fortsetzen soll oder nicht. Oder ob ich so verspreche vor so Wind, Leute. Ja, passiert mir auch. Ob ich das sowas überhaupt mal wieder machen sollte oder wie auch immer. Also, wie gesagt, ich bin immer auf euer Feedback richtig angewiesen. Und dann daraufhin werde ich auch immer die nächsten Folgen und so weiter aufbauen. Ja, das soll es auch zu dem Thema schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auf jeden Fall am Start und drückt mir richtig viele geile Bewerbungen rein. Und in diesem Sinne, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.